als wir darüber gesprochen haben, war die Ansage, keine VHS, keine Volkshochschule, keine Fragen vorbereiten. Und insofern bin ich gespannt, Klaus, was machen wir jetzt? Ich habe gerade Rundfunk gehört im Taxi. Und da redete ein so einer meiner schlamperten Kollegen, Schlöndorf, guter Freund von mir, den ich ganz gerne mag, weil als wir noch gar nichts waren in München, vor 100 Jahren ungefähr, war Schlöndorf schon Student der ITEC in Paris. Bei uns gab es noch gar keine Filmhochschulen, bei uns war da, wo später die Filmhochschule kam, der AFN. Und das war auch das Beste, was wir in München hatten. Und was danach kam, ist so eine Sache. Und Schlöndorff hat uns besucht beim Dreh, bei unseren allerersten Kurzen. Wir hatten von nichts eine Ahnung. Und Schlöndorff wusste alles. Und ich stand neben Schlöndorff, der schon mit Louis Malle Regieassistent war. Und wir hatten noch nicht mal die geringste Chance, irgendwas zu sein. Thurme Lemke Ziemann damals. Und ich sah, wie Schlöndorff anfing, uns etwas erklären zu wollen, wie man das richtig macht, so eine Szene. Wir waren ja vollkommen hilflos, wir wussten nicht, wie es ging. Und dann, und seitdem mag ich ihn, hat er gemerkt, dass es sinnlos ist, Leuten irgendetwas beizubringen beim Film. Das muss man alles selbst lernen. Und hat er die Fresse gehalten, hat nicht gespielt den Überlegenen, der uns kleinen Wichsern hier erklärt, wie es geht. Seitdem magen wir uns. Heute wiederum am Rundfunk war das wirklich diese üble Geschichte, dass wenn Leute berühmt werden und dann mit der Wirtschaft zusammenkommen und am Schluss diesen ganzen Unsinn reden, mit dem sie Tag und Nacht vollgequatscht werden. Ich gebe Ihnen eine ganz kurze Einführung, das, worum es geht. Es gibt zwei Dinge im Film. Es gibt zwei Geschäftsmodelle. Das eine Geschäftsmodell ist das, Film ist eine Dienstleistung und hat sich so dem freien Markt zu stellen, darf also nicht subventioniert werden und der Markt darf auch nicht durch irgendwie andere Regulative an seiner Freiheit gestört werden. Das war der deutsche Film ungefähr 15 Jahre lang, 1945 bis 1965. Und dann gibt es ein anderes System und das ist dem Staat und besonders der SPD am liebsten. Das ist das System, man erklärt nicht Film zu einer Dienstleistung, sondern man macht aus Film macht man ein Kulturgut. Vollkommener Unsinn. Und das ist Film hat mit Kultur nichts zu tun. Aber wenn man aus Film ein Kulturgut macht, dann kann man Film betrachten als eine aussterbende Tierart und kann sie fördern, in den Griff kriegen. Und das ist das, was wir hier seit 50 Jahren erleben. Und jetzt im Moment geht ja die Diskussion mit den Amerikanern, den Freihandelsabkommen. Die Amerikaner wollen nicht, dass der Filmmarkt durch den Staat reglementiert wird. Die wollen, dass das eine freie Wirtschaft bleibt. Das ist die einzige Chance, wo aus uns noch irgendwas werden kann, aus uns elenden Regisseuren dieses Landes, die wir vollkommen abhängig sind von einem Staat, der so tut, als hätte das keine Konsequenzen, dass wir nichts anderes sind als Krümelempfänger, die vom Tisch runterfallen des Theaters. Somit hat man das in Deutschland, das Theater hat man zu einem totalen Museum gemacht. Man hat Film zu dem gemacht, was es jetzt ist, das Langweiligste, was es gibt. Niemand interessiert sich für Film. Es gibt niemand Junges, der sich für Film interessiert. Das liegt daran, dass Film zur aussterbenden Tierart gemacht wurde und auch jetzt geworden ist. Und es gibt nur einen Weg, wie es weitergeht, dass man immer mehr und höhere Förderung, Steuergelder, ihr Geld in Film reinsteckt und die Filme immer beschissener werden. Und die wenigen Filme, die was werden, die wären noch besser geworden, wenn sie auch die ohne Fördermittel, ohne staatliche Zuschüsse gemacht worden wären. Das ist die Situation, in der wir sind. Der deutsche Film ist komplett in der Hand und im Gefängnis der Förderungsanstalten. Alle Leute tun immer so, als könnte man das, als gäbe es das, als wäre das nicht so. Diese gesamten Wichser, die herumlaufen, diese gesamten Regisseure haben nichts anderes im Kopf, als wie machen sie irgendetwas, was der Förderungsanstalt gefallen kann. Das geht so. Man nimmt den letzten Film, der Erfolg hatte, die gehen gewöhnlich die deutschen Filme gehen über Muttermigräne, Magersucht, über Demenz oder Heimkehrer aus irgendwelchen Kriegsgebieten, wo wir auch sind. Und
Das verbindet man dann mit dem, was gerade erfolgreich ist. Also irgendwie ein bisschen witzig aus Fuck You Goethe und da gibt es noch super Erfolgsfilme, das verbindet man und da macht man daraus eine kleine Mischung, das reicht man ein, deswegen sind alle Filme auch gleich. Es gibt kaum Unterschiede in den deutschen Filmen, weil alles aus demselben Fonds kommt für eine aussterbende Tierart. Das ist das, was wir hier sind. Und der amerikanische Film, das klappt bei den Franzosen, dieses System. Das klappt, die Franzosen sind noch ein bisschen bekloppter als wir oder perverser als wir. Bei denen klappt das irgendwie. Aber bei den Franzosen kommt doch auch nur so raus, so ganz komische Filme, Mädchen irgendwie lesbisch, aber nicht so ganz richtig, nicht genug Porno oder überhaupt nichts irgendwie. Und der Rest, die machen sich lustig wie die Leute in der Normandie. Wie man sich in Deutschland lustig macht über irgendwelche Leute aus Ostfriesland. So, und das ist alles, was rauskommt im europäischen Film. Der Rest ist einfach eine einzige Soße und niemand interessiert das auch wirklich. Das liegt daran, dass der Film seit 1972 in den Händen des Staates liegt, weil der Staat bezahlt und schafft an und zahlt. Alexander Kluge, ein wirklich kluger Junge, ein Genie eigentlich, stellt fest, dass die Filme der Oberhausener damals, vor 1972, niemand sehen wollte. Das waren so Kunstfilme, so eigentlich wirklicher Unsinn, was die Oberhausener gedreht haben. Und wirklich komplett, da ist auch nichts von übrig geblieben von den ganzen Filmen, außer von Vlado Christel ein bisschen, ein paar Kurzfilme und der Rest ist vollkommen, also im Massengrab guter Absichten, vermoddert seitdem. Und Kluge merkt plötzlich, dass seine Kollegen, die Oberhausener, also überhaupt nicht das schaffen, was sie gerne wollten, eine Villa, eine Toskana, dass niemand ihre Filme sehen will und kommt auf die geniale Idee, mit seiner reizenden Schwester, mit der er gerade einen Preis gekriegt hat, in Venedig zum Bundesinnenminister zu gehen und als Rache dafür, dass die Zuschauer, die Leute nicht ins Kino gehen, sollten sie da aus Steuermitteln zahlen, um die Filme der Oberhausener weiter zu finanzieren. Das hat sich bis heute nicht geändert, das wird immer schlimmer. Ich verspreche Ihnen, in 20 Jahren gibt es das alles nicht mehr, dieses System Film. Das interessiert sich kein Mensch mehr dafür, weil die jungen Leute haben eigentlich nichts anderes im Kopf als eine App, die ihnen die Anträge an die verschiedenen Förderungsanstalten ermöglicht, ohne dass sie was selbst tun dazu. Das ist die Situation im deutschen Film. Also, und die andere Situation ist die, dass wir früher, als ich noch ganz jung war, haben sich Regisseure für Mädchen und Film interessiert. Dann in den 80er Jahren eigentlich nur noch unter dem Einfluss von Wim Wenders, der alles falsch verstanden hat. Er hat man sich interessiert für lange Schienenfahrten auf Dollys, darüber wurde geredet und der Rest war Catering, was auch mal einen Sinn hatte ganz früher. Jetzt ist Catering das Zentrum eines Films geworden, deswegen sind die Wichs auch alle so fett. Das ist der Wahnsinn beim Film. Jeder beim Film beschwert sich, ja, ich bin so fett geworden wieder. Und die werden noch fetter, immer fetter, weil sie auch nichts zu tun haben. Die werden wie Affen in einen Käfig gesperrt, rausgeholt. Die Regisseure haben tierische Angst vor Schauspielern. Es könnte irgendwas lebendig sein in ihren Filmen. Und dann werden die wieder eingesperrt da hinten und so verkommen diese Angst haben, zu Ratten. Und werden immer bösartiger. Das sind Schauspieler, die tun nur so. Aber das ist die Wahrheit über die. Wie komme ich jetzt auf Schauspieler? Das ist ja das Uninteressanteste am Film. Keine Ahnung. Nein. Auch Alexander Kluge, ja, genau. Hochlebe Alexander Kluge. Ich wollte sagen, das ist das, worum es im Moment geht, wenn die Rede davon ist, dass man die Vielfalt des deutschen Films erhalten soll. Die gibt es doch gar nicht. Es gibt keine Vielfalt des deutschen Films wirklich. Und wenn es Gröner nicht gäbe, dann gäbe es überhaupt gar nichts mehr in diesem Land. Wenn nicht Gröner langsam angefangen hätte, vor ein, zwei Jahren den Mut zu haben, ein paar Außenseitern aus Berlin, die ihre ersten Filme gemacht haben, die extrem anders sind, einen Preis zu geben und fast alle Preise zu geben, dann wäre auch dieses Festival nicht das, was es jetzt ist, nämlich relativ interessant. Wir haben eine unabhängige Jury. Man muss nur, aber diese Filme haben ja immer dieselben Kerle gekriegt, ja aus München irgendwie. Das ist Gefälligkeit zu Gefälligkeit, das weiß jeder auch. Es interessiert sich ja auch niemand für Filme, ist doch vollkommen egal. Aber seitdem Gröner mal den Mut gab, letztes Jahr Lovestick, den ich nicht so besonders mag, aber das sind Freunde für mich, die Lovestick-Brüder, die sind aus allen Wolken gefallen. Seitdem reden die in Berlin nur noch über München. Und heute steht es ja auch in der Süddeutschen Zeitung. Plötzlich steht in der Süddeutschen Zeitung heute, dass das, was hier in München ausgewählt wird, die letzten deutschen Filme, die es gerade noch so gibt, es sind alles Filme vom Staat bezahlter Unsinn. Dabei bleibt es. Aber es gibt manche Jungs wie Dominik Graf, die können
die lassen sich nicht schlucken von dem System, sondern die schlucken das System selbst. Das ist, was Dominik Graf macht. Und es gibt ein paar junge Leute, die können das auch. Aber kaum haben die Geld und ein bisschen Erfolg, gehen die wieder zum Staat, verlangen Geld, machen Filme für eine Dreiviertelmillion, was vollkommen unsinnig ist. Heute kann man Filme für 30.000 machen und weltweit berühmt werden und verkaufen. Das ist alles eine dumme Show, die ihnen hier vorgesetzt wird und die sie bezahlen. Und sie können jetzt auch pfeifen und mir was rüberwerfen, aber... Aber lass uns mal über eine andere Münchner Zeit reden. Ja? Lass uns mal über die Münchner Gruppe reden. Ja? Ihr wart ja eine Gegenbewegung zu den Obernhausenern, zu den Anfängen. Was dich bewegt hat und seitdem bewegt hat und bis heute bewegt hat, ist das Gleiche. Und einige der Leute hier wissen das vielleicht trotz allem nicht. Was uns bewegt hat, das waren Drogen, Mädchen, die wir nicht hatten, Alkohol und umsonst ins Kino gehen. Also wie haben wir es geschafft, dass einer von uns hatte einen Presseausweis der Süddeutschen Zeitung gehabt und dann sind wir nacheinander alle in diese Kinos reingegangen und das von morgens bis abends, weil es billiger war als zu saufen. Weil wir hatten kein Geld. Und so wurden wir immer verrückter auf Kino. Wir wurden immer, und dann hat sich dieses Kino in unsere DNA reingefressen. Und dann haben wir angefangen, unsere ersten Filme zu machen. Ich habe meinen ersten Film gemacht mit Werner Enke, mit dem ich damals zusammen gewohnt habe. Der war so hässlich und bescheuert, den hat noch nicht mal die Bavaria genommen als Statist damals. Und es gab überhaupt gar keine Zukunft für uns. Aber wir haben dann dennoch irgendwie das so zusammengekriegt. Wir haben natürlich immer Kameraleute genommen, von denen wir genau wussten, dass die genauso doof sind wie wir. Denn wenn wir einen genommen hätten, der was von verstanden hätte, hätte er gemerkt, dass wir keine Ahnung haben. Das wollten wir natürlich nicht. Wir wollten dennoch so ganz gut dastehen, wie sich das gehört. Mein erster Film geht damit los, dass Enke und noch ein paar andere, der spätere Kaufhausbrandstifter Söhnlein, aus dem Türkendeutsch rauskommen, wo wir Tag und Nacht gelebt haben, unter den Sitzen, damit die... Wir haben uns angefreundet mit den Platzanweiserinnen, damit wir umsonst ins Kino kamen. Wir waren in den billigsten Lokalen nebenan, das hieß die... Es hat einen schönen Namen gehabt, aber egal, ich vergessen. Bitte? Nein, das war auf der anderen Seite, meine Schwester und ich. Ja. Es hieß kleine Bungalow und dort liefen wir kleinen Jungs so rum, Handke, Wim, ohne diesen Größenwahn, der dann später entstanden ist. Und Handke noch als kleiner Junge aus Österreich und wir so als absolute Nichts und in der Musikbox liefen die Rolling Stones. Und wir hatten etwas, was die anderen eben nicht hatten. Wir hatten diesen Traum plötzlich von Amerika. Denn wenn es, und dieser Traum hat sich letztendlich durchgesetzt, wir sind zum Glück Amerikaner geworden. Damals wollte die gesamte Bundesrepublik, wollte sich im Prinzip den Dissidenten im Osten anschließen und auch diesen merkwürdigen Film, diesen Dissidentenfilm aus dem Ostblock. Währenddessen wir die ganz andere Richtung eingeschlagen haben. Wir haben gedacht, dass die amerikanischen Filme, die wir sehen, das ist die amerikanische Wirklichkeit. Das ist Amerika, was wir jetzt gerade, die Filme, das sind Dokumentarfilme eigentlich, obwohl es natürlich keine Dokumentarfilme waren. Und in diese Welt haben wir uns verliebt und das war das, was wir wollten, Amerika. Und so haben wir ganz langsam dieses Land Stück für Stück amerikanisiert, zum Glück. Ich finde das immer so spannend, weil es ja so einen Widerspruch gibt zwischen dem Klaus der immer großen Worte, die immer gedrechselt sind, und dem feinen Denker, der dahinter steckt. Es ist, nein, kein Widerspruch, eine klare Folge und eine Entscheidung, die dahinter steht. Erzähl uns bitte auch aus der Zeit, in vielen deiner Biografien steht, dass du sowohl bei Kortner warst, ja, und dort bei der Regie mitgearbeitet hast, bei Heidegger studiert hast. Und dann kommt noch der Asphaltarbeiter dazu. Ich bin, als Abitur hatte ich eine Freundin, die war ganz hübsch, ein bisschen älter als ich, die war schon Schauspieler in so einem Theater, in dem ich mich verliebt, mit der mich durchgebrannt. Nach Berlin. Und ich dachte mir, ja, dann mache ich eben auch Theater. Und dann war die auch wirklich ganz hübsch und hat auch ein gutes Verhältnis gehabt zu den Leuten am Theater, am Schiffbauerdamm und woanders in Berlin, und hat mich dann als fünfter Regieassistent untergebracht, und dann kam die Mauer und dann war das auch zu Ende. Und dann spricht mich in München Herr Eberding an, aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr weiß, auch wegen ihr wahrscheinlich. Also die ging durch viele Betten, das Mädchen. Und dann hat mich Eberding eingesetzt als achter Regieassistent bei Fritz Kortner, bei Leonce und Lena. Und Kortner ist ein wirkliches Tier. Kortner ist so, also wie ein richtiger Schrank, unmöglich. Der kam aus Hollywood und der war ein Tyrann. Das war das Übelste, was es gibt. Aber er konnte etwas.
Er konnte Leute schweben lassen. Das stand in den Zeitungen, die Süddeutsche von oben bis unten. Kortner kann Leute schweben lassen, obwohl er doch so ein Koloss, so ein Brocken ist. Man muss sich auch Casanova so vorstellen, sagt Fellini. So als ein Pferd, was einen wirklich ärgert und stört. So war er, wirklich ein Tyrann, übelster Art. Und ich hatte dann Abendregie gemacht und musste aufpassen, dass irgendeine Flasche da in der Ecke richtig stand. Und dann war Kortner, hat sich eine Vorstellung angesehen, die vierte oder fünfte. Und die Leute haben wirklich geschwebt, die Kückelmann-Boysen haben geschwebt. Es war nicht zu glauben, was in der Zeitung stand, hat gestimmt. Da habe ich die Flasche vergessen, da mitten in den Kammerspielen brüllt Kortner Lemke raus, da war ich gefeuert. Weil ich was ganz kleines Detail vergessen habe, ein Mini-Detail, was überhaupt kein Spiel hatte. Und dann wollte ich wirklich mit dem Unsinn aufhören, weil ich konnte es auch nicht ausstehen, die Leute eigentlich. Und dann wollte ich das werden, was man so wird, wenn man On the Road liest, also Kerouac. Ich wollte eigentlich nur per Anhalter, ohne irgendwo zu stoppen, durch Europa durch und zwischendurch Bauarbeiter. Und da war ich Bierausfahrer in Berlin, da ging es mir auch sehr gut, ein Asphaltarbeiter. Und ich konnte den ganzen Tag saufen und ich konnte es vergessen, dass ich Abitur geschmissen hatte und dass ich meine Eltern übelst behandelt habe. Und ich war wenigstens so irgendwie so ein bisschen was wie bei Kerouac on the road. Und dann kam ich nach München und dann gehe ich so über die Straße, so mit 24, sicherlich Sternhage betrunken, von dem wenigen Geld. Und dann spricht mich Eckhard Schmidt an und sagt, ich wäre doch der Beleuchter, den er bestellt hatte. Und da sage ich natürlich ja. Dem bin ich beim Film. Wann war nochmal der Bambi? 67, soweit ich weiß. Und ja, der große Erfolg, ne? Also etwas, von dem du dich dann ganz, ganz stark wegentwickelt hast, wo du... Nein. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, etwas, von dem du dich ganz stark wegentwickelt hast, gegen das du dich gestellt hast, die Glanzwelt und so weiter und bewusst ja ganz woanders hingegangen bist, auch aus München weg und dann nach Hamburg. So, diese Phase, wieso, was hat dich dann so rauskatapultiert? Was hat dich die Welt nicht mehr aushalten lassen da? Ich war 26 und wir haben 48 Stunden bis Acapulco gedreht, weil damals Robert Mitchum aus dem Gefängnis kam. Und zwar war er im Gefängnis wegen Marihuana. Das Wort, wir wussten nicht, was Marihuana ist. Es gab damals auch nicht diese Handys, wo es draufsteht. Und wir dachten, Marihuana würde möglicherweise gemacht aus den Schalen von Bananen. Dann haben wir Bananen geröstet und das geraucht und war auch nichts. Aber dann haben wir gehört, dass Acapulco das Zentrum des Rauschgifthandels ist. Und das wurde auch überall bestätigt. Und Marihuana und alle Amerikaner wie Robert Mitchum und die ganze Bande, die Hollywood-Bande, die so verehrt nach Marihuana sind. Und da haben wir es wirklich geschafft, einen Wirt, eine Freundin von mir mit einem sehr hübschen Busen hat es geschafft, einen Münchner Wirt zu überzeugen und 200.000 Euro Mark zu geben und einen Film in Acapulco zu drehen. 48 Stunden bis Acapulco. Wir wussten nur nicht, wo Acapulco lag. Wir dachten immer, das wäre auf der Karibikseite, wo wir das auch nicht so genau wussten. Der war dann also bei Los Angeles, also sehr viel weiter entfernt. Und uns hat Acapulco auch gar nicht so sehr interessiert, deswegen ist der Film auch so gut. Das sind ja keine Filmausschüler, die jetzt einen Film machen wollten, den ersten Film. Wir waren 28 betrunken und wollten Marihuana rauchen in Acapulco, immer in dem Zentrum der Welt dieser ganzen Geschichte. Aber wir haben uns so doof angestellt, dass die Leute uns wahrscheinlich so für Sonderkommando des Rauschgiftsdezernats hielten. Wir haben an Marihuana nicht rangekommen, obwohl wir uns so doof waren, wir, muss man sich mal vorstellen. Aber dieser Größenwahn, den wir hatten, ohne etwas zu können, dieser Größenwahn hat dazu geführt, dass wir kurz später auch Ira von Fürstenberg belästigt haben, eine Agnelli-Tochter, die reichste Frau Italiens, die schönste Frau ihrer Zeit, das begehrteste Ding, die irgendwie ein Verhältnis hatte mit einem Fotografen, das war eine Sterngeschichte, einem Fotografen in Hamburg. Und so kamen wir an sie so ein bisschen ran und wir haben es geschafft, dass sie sich in uns verliebt hat. Und darauf hat sie alles bezahlt, einen ganzen Film an der Côte d'Azur, alles, was dazugehörte. Helikopter, Jets, alles. Wir hatten einen eigenen Jet. Wenn sie sich die Fingernägel machen wollte, fuhren wir im Jet nach London. Dort war eine ganze Etage in Dorchester, gehörte ihr. Sie war das Ding der Welt überhaupt. Und Mick Jagger war dann auch noch da. Und danach hatten wir dann auch vor, dann sind wir wirklich größenwahnsinnig geworden, aber wir hatten immer noch keine Ahnung von Filmen. Aber es ging plötzlich alles. So, das war Ende der 60er Jahre und plötzlich musste es auch Brigitte Bardot sein. Ne? Brigitte Bardot, die gerade den
wirklich extrem langweiligen Gunter Sachs heiraten wollte, was wir nie verstanden haben, wie sowas passieren kann. Denn sie war eine kleine Abenteurerin, eine echte Spielerin. Und dann hat sie mit uns mal einen Riesen gepokert und hat dann uns die 60.000 Mark, die wir hatten, um einen Film mit ihr anzufangen, einfach weggenommen. Und dann war auch Brigitte Bardot weg. Und dann waren wir alle auf Drogen, auf Alkohol und vollkommen verwöhnte Münchner, wirklich dumme Wichser. Dieses ganze reiche Ding hat uns, uns gehörte die Côte d'Azur und wir waren kaum 28 Jahre alt. Und das hat uns wirklich zu Idioten gemacht. Wenn man länger als 3 Wochen in einem solchen Hotel wie dem Negresco lebt, wird man verrückt einfach. Also das, jeder wird da verrückt. Jeder wird verrückt, wenn in dieser reichen Welt kann nichts mehr passieren. Und all das, was wir wollten, war hinter der Absperrung. Wir haben gedreht und die Mädchen, die wir wollten, die waren hinter der Absperrung. Das waren diese kleinen Mädchen, die nicht rankamen an uns und wo wir auch an die nicht mehr rankamen. Wir waren ausgesperrt vom wirklichen Leben, weil wir viel zu viel Geld hatten. Und so sind wir langsam zugrunde gegangen, von 29, 30. Dann habe ich Iris Berben kennengelernt, die zum Glück aus Hamburg kam und so ein It-Girl war und auf jeder Rauschgift-Party und all diese großen Leute kannte, die damals die Stars waren in Hamburg. Und München guckte damals schon sehr begeistert auf Hamburg. Die kamen runter nach München und dann haben wir uns befreundet und dann waren wir richtig befreundet. Und die erzählte dann immer, dass die richtig geilen Jungs sind nicht wir. Und da hatte sie vollkommen recht gehabt. Die richtig geilen Jungs waren nicht wir. Wir hielten uns für das Größte in der Welt. Die richtig geilen Jungs wären die Jungs aus Hamburg. Und da hat die mich so lange genervt, dass wir dann wirklich eines Tages nach Hamburg gefahren sind und uns vorgenommen haben, gleich das Allerschlimmste zu machen mit diesen Höllenmörder-Rockern. Und wir haben natürlich solche Angst gehabt überhaupt. Wir lagen immer unter den Tisch betrunken. Wir haben es kaum getraut, mit denen zu reden am Anfang. Das waren wirkliche Mörder-Zuhälter. Das waren wirkliche Rocker. Das waren wirkliche Jungs, waren das. Und das war das entscheidende Erlebnis, was uns dann... Wir haben endlich erlebt, was richtige Jungs sind. Das kann man in dieser anderen Welt nicht erleben. Richtige Jungs sind was vollkommen anderes. Also... Richtige Jungs ist das, worum es wirklich geht. Es ist auch das, was all meine Filme durchzieht, wie man gegen diese geballte Irrationalität hübscher Mädchen noch ein richtig guter Kerl bleiben kann. Und was ein richtiger Junge ist, haben wir damals bei diesen Rockern gelernt. Und das hat danach meine Filme auch bestimmt. Und das war die Änderung, das war das Ende der Jet-Set-Zeit. Ich finde, jeder sollte reich werden, jeder sollte das einmal haben alles, aber es ist wirklich beschissen. Aber man muss es selbst haben. Das ist so doof, wenn da jemand sitzt, der das gehabt hat und dann anderen Leuten erklärt, das ist alles Blödsinn. Das muss man selbst erlebt haben, die ganzen Sachen. Man muss selbst in die Fresse kriegen von Rocker. Man muss endlich mal was erleben. Und erleben heißt, dass man mehr aufs Maul kriegt als Küsse im Dunkeln. Das ist das, worum es geht, wenn man Junge ist. Es geht darum, im Film nicht, wie man eine Kamera bewegt, sondern wie man den Zuschauer bewegt. Sowas kann man nicht lernen. Man kann auf einer Hochschule nicht lernen, wie man etwas macht, dass der Zuschauer einsteigt, dass man ihn verführt und dass man ihn am Schluss entlässt und im Kopf ist immer noch ein bisschen der Film drin und dann geht sein wahres Leben wieder gut und wie sich das vermischt und plötzlich hat man etwas erlebt, was vollkommen einmalig ist. Das ist das, worum die ganze Welt geht. Es geht immer um das Narrative, was uns verführt, uns für Sekunden die DNA verändert und dann gehen wir schon wieder zurück in die alte DNA, aber dass wir für kurze Momente plötzlicher Ekstase aus dem rauskommen, was wir nun leider alle sein müssen den ganzen Tag. Das kann man auch mit Drogen machen, selbstverständlich, bloß dann nutzt sich das zu schnell ab. Wenn das ein Film, mit Film kann man länger verrückt sein als mit Drogen oder Alkohol. Ich meine, uns geht es so gut wie nirgends, wie niemand auf der Welt, aber wir sind, was unsere, wie ich immer sage, unsere, wir haben die hübschesten Mädchen, wir bauen die geilsten Autos, aber unsere Filme sind wie Grabsteine. Ich entwickle meine, das ist auch der einfachste und beste Weg und auch der vernünftigste Weg. Deswegen mache ich ja Filme, weil ich nehme Sarah Lisa und tue sie ganz heimlich aussaugen. Alles, ich kriege alles mit, was sie macht. Ich kriege auch mit, was die Jungs machen. Ich komme ganz schnell rein in deren Herz, aber die auch in meins. Das ist ein gegenseitiger Vorgang. Das ist wirklich Voodoo, was man hier macht. Man tut jemand anders wirklich auslutschen und wird selbst aber auch ausgelutscht in dem Moment. Das muss man wissen. Und die Geschichten liefern mir die Leute vor der Kamera, indem ich sie beobachte.
Genau, ich improvisiere das von Tag zu Tag. Ich weiß nicht, was ich morgen drehe. Ja, aber Sie müssen mir denken, ich habe wirklich 1000 Filme gesehen und ich habe unheimlich viele Fehler gemacht. Ich habe unheimlich viele Filme abgebrochen, aber ich versuche es immer wieder auf die Art. Es gibt keine Drehbücher. Wie viele Filme hast du vernichtet? Jeden zweiten. Fertig gedrehte Filme. Na, nicht immer fertig gedreht. Manchmal ich merke ja auch ab der Mitte manchmal, dass das nichts wird, was ich mache, dass die Leute nicht stimmen. Und das ist das ganze Geheimnis, wie man berühmt wird. Niemand kennt meine schlechten Filme. Die anderen Regisseure müssen leiden. Niemand dreht zwei gute Filme hintereinander, niemand auf der ganzen Welt. Man kann vielleicht einen sehr guten drehen, dann mittelmäßig und dann ganz schlechten. Man muss damit leben, dass die Hälfte aller Filme wirklich schlecht ist. Und die meisten Leute gehen daran zugrunde, weil die halten es nicht durch, einen schlechten Film gedreht zu haben. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Man genau weiß, schlechter Film, der muss raus, man muss ihn vertreten, man muss der Presse irgendwelche Lügen erzählen, die längst durchschaut haben, der Film ist gut, jeder weiß, dass der letzte Dreck ist, dass das nie was wird. Man muss zu lange den Idioten spielen. Das habe ich alles gestrichen bei mir, indem ich diese Filme eben selbst bezahle von meinem Geld. Und wenn sie mir nicht gefallen, werfe ich sie weg. Und das ist der ganze Luxus. Das sind 3 Berlin-Filme jetzt hintereinander gewesen. Steckt noch ein Film in München für dich? Ja, wenn man natürlich, ich bin im Moment noch total verliebt in Berlin. Das hat wirklich mein Herz, ich konnte Berlin nie ausstehen. Ich habe immer geschimpft auf Berlin und es gibt doch gar keinen Grund, warum ich für Berlin sein soll. Aber Berlin ist etwas, was München eben nicht ist. Berlin ist eine wirkliche Großstadt. Eine Großstadt zeichnet sich dadurch aus, dass das persönliche Leben und das Leben der ganzen Stadt nichts anderes ist, als von einer Katastrophe sich in die nächstgrößere bedenkenlos zu retten. Nicht mehr zu glauben, dass die Welt der Flughafen ist nicht mehr zu retten, den kann man auch in die Luft sprengen. Da wird nie was raus, jetzt wieder 1,5 Milliarden, das geht immer so weiter. Und das ist aber auch der einzige Weg, was Barcelona mal war vor 30 Jahren. Barcelona war eine solche Katastrophe und New York, das sind alles solche Katastrophen. Es gibt nur einen Weg. Nur nicht denken, dass der liebe Gott es richtet und nur nicht ein schlechtes Gewissen haben, sondern sofort noch eins drüber. Und das ist auch die Dramaturgie aller großen Filme. Denn Film ist nichts anderes, als in eine Situation reinkommen und irgendwie versuchen, aus der wieder rauszukommen. Es gibt nur einen Weg, aus einer Situation rauszukommen, in die nächstüblere. Und das durchstehen. Die Sache mit dem Verzeihen des lieben Gottes ist toll in Bayern, aber die hilft nicht mehr für ein modernes Leben. Denn ein modernes Leben ist kein Kreuzworträtsel, was sich am Schluss einfach alles zusammenfügt. Es gibt auch nichts anderes, wir sind auch nichts anderem konfrontiert als dieser geballten Irrationalität eines Lebens, der wir nicht mehr beikommen. Nicht mehr beikommen, jeder von uns. Und Amerikaner haben das längst kapiert und Berlin auch. Deswegen ist Berlin eine Großstadt. Aber München hat natürlich was anderes, hat München. Ich würde sagen, die schönen Mädchen. Nein, ich kann das auch nicht sagen, was es ist, aber München ist nicht schlecht. Chris, wie ist das Zitat? München ist eine Ganztageslüge? München ist eine Ganztagslüge, aber eine, die sich lohnt. Klaus Lemke, meine Damen und Herren.